Wunderschönen guten Tag. Im letzten Video haben wir eine Einführung zum BIC gesehen. Gell? Also wir haben gesehen, der BIC, das ist ein Mikrocontroller, das hat, der beinhaltet also die Eigenschaften eines Mikroprozessors, gell? Hat also zusätzliche Hardware, gell? Vor allem dann auch so ja, Boards oder Timer oder Wandler oder auch Arbeitsspeicher oder Programmspeicher und. Gell? Also er hat sehr, sehr viel auf einem Tausendfüßler, auf einem IC, auf einem integrierten Schaltkreis. Gell? Und ja, das Ganze, gell, das prädestiniert ihn dann so für Steuerungsaufgaben. Und da hat man also eine Hardware für wenige Euro, mit der man dann auch Steuerungsaufgaben machen kann. Gell? Also das gibt dann feine, kompakte Entwicklungen. Gell? Und die sind dann auch unempfindlicher gegenüber Kälte, Wärme, nicht so wie der PC, dem es nur gut geht, wenn es auch uns gut geht. Gell? Also mit solchen Lösungen kann man dann auch Dinge machen, die dann vielleicht nicht nur im Wohnzimmer laufen. Gell? Ja, heute wollen wir da etwas weiter schauen. Und zwar gibt es hier Möglichkeiten der Entwicklung, gell? Also um das Ganze auch zu programmieren. Und da kann man entweder mit Assembler das Ganze programmieren, das ist eine Möglichkeit, gell? Oder eine andere Möglichkeit ist die Arbeit mit C, gell? Und ja, beides ist recht populär. Assembler ist effizienter, Assembler Code ist kompakter und gerade unser ja, BIC16F877 oder das A-Modell, die haben nur die Möglichkeit bis zu 8 Kilobyte Programm zu speichern, gell? Wenn man noch bedenkt, dass wir auch einen Bootloader hier drauf haben, da muss man das auch noch wegzählen, gell? Also bleibt irgendwo 7, etwas Kilobyte übrig und größer darf ein Programm dann nicht sein, dann hat es nicht mehr im Programmspeicher Platz, gell? Ja, wir haben gesagt, gell, das ist keine von Neumann-Architektur, wir haben also getrennte Speicherbereiche, gell, zwischen Arbeitsspeicher, wo wir auch 384 Byte haben, und Programmspeicher eben, die etwas mehr als 7 Kilobyte, die eben übrig sind, gell? Okay, ja, was ist denn hier interessant? Was interessant ist, ja, es gibt ein so Datenblatt, gell, eben von der Mikrochip oder Microchip da, wie wir wollen, und hier in diesem Datenblatt ist er beschrieben, gell? Okay, also es ist beschrieben, wie also dieser Mikrocontroller funktioniert, welche Eigenschaften er hat und so weiter, gell? Also das ist das Datenblatt nicht eines, sondern einer ganzen Familie von Mikrocontrollern, gell? Also diese 16F877X, gell? Und X, das kann dann eben alles Mögliche sein in dieser 870er Reihe, gell? Und hier sehen wir etwas Nettes. Hier sehen wir, wie eben der Speicher belegt ist, gell? Und ja, und hier sehen wir, wir haben insgesamt 4 solcher RAM-Bänke, gell? Und ja, da gibt es Bereiche, gell, wo eine Adresse einer Hardware entspricht. Wenn man also auf die Adresse 05 zugreift, dann greifen wir auf Port A zu, greifen wir auf die Adresse 07 zu, dann greifen wir auf die Adresse auf dem Port C zu. Gell? Das ist also dann anders als beim Z80, den wir im Herbst gesehen haben, oder die Intel-Architektur, die wir im PC haben, gell, haben wir keine Trennung der Adressräume zwischen Arbeitsspeicher und Input-Output auf der anderen Seite. Gell? Also wir haben hier ein Memory Mapping, gell? Also I.O. wird im Adressbereich des Arbeitsspeichers dargestellt. Es ist also alles in einem Adressbereich. Gell? Und so haben wir halt Adressen, die haben eine bestimmte Bedeutung für die Hardware, und andere Adressen, gell, die sind dann ja, allgemeiner Speicher. Gell? Und ja, und damit kann man dann eben arbeiten. Gell? Wollen wir zum Beispiel etwas auf Port A ausgeben oder auf Port C, gell? Oder etwas von Port B lesen, gell? Dann müssen wir die zuerst mal konfigurieren. Gell? Das erfolgt mit diesen
Trissregistern da, gell? Und wenn die konfiguriert sind für Input oder für Output, gell, dann kann man die Boards benutzen, gell? Also das ist das Prinzip, gell? Und jetzt schauen wir mal, was wir brauchen, gell? Wir brauchen Entwicklungsumgebungen und Instrumente, gell? Und es gibt ja von Microchip selber so einiges, gell? Und es gibt auch ja, freie Instrumente, gell? Es gibt zum Beispiel ja, ein GP7, gell? Also das ist ein Simulator, ein Software-Simulator für diesen Controller, gell? Nicht perfekt, aber halt mal zum Anschauen, wie das funktioniert, ganz nett. Es gibt ein GP-ASM, das ist der Assembler, gell? Wenn wir Assembler programmieren, ein GP-Utils, gell? Also für die Übersetzung oder Linken und so weiter eben, und das ist alles mögliche drinnen, gell? Dann SDCC, das ist der Small Device C Compiler, das ist ein kleiner Compiler, gell? Also der kann ANSI/C übersetzen da in unserer Version, gell? Und ja, damit können wir C programmieren, gell? Und dann haben wir hier etwas, das ist leider schon etwas älter und wird nicht mehr gepflegt, das ist BigLab. BigLab ist eine Entwicklerumgebung, gell? Die unterstützt die Verwendung des Compilers, des SDCC, und sie unterstützt uns bei der Arbeit mit unserem Big, gell? Also da gibt es so, ja, so Header-Dateien mit Deklarationen, gell? Und die kann man dann verwenden, und das ist eigentlich ganz eine feine Sache. So, jetzt gehen wir mal schauen, wo kann man das kaufen, gell? Also, diese Instrumente, die ja, das sind eigentlich freie Instrumente, und ja, die Kollegen an der DFU in Bruneck haben da vor einiger Zeit, gell, als sie noch die Fachrichtung Informatik hatten, diese Instrumente zu einer Distro dann ja, gemastert, gell, also sie haben eine angepasste Distro gemacht mit all diesen Instrumenten, und das muss ich sagen, das war ganz eine feine Sache, gell. Und ja, diese Distro, das ja, die ISO, die habe ich euch zur Verfügung gestellt, da, gell, die basiert auf einem alten Ubuntu, und dort sind diese Tools dann drauf, die man dann verwenden kann. Gell? Ja, was haben wir noch? Es gibt dann noch so ein ja, Programmierer, gell, können wir sagen. Gell? Also es ist ein Tool, das dann die Hex-Datei, das Kompilat für unseren BIC in den Programmspeicher auf den BIC überträgt, gell? Und ja, jetzt im Video, jetzt können wir es da nicht machen, aber zumindest den brauchen wir auch noch, gell? Es gibt zwei Möglichkeiten der Übertragung des Hex-Files. Einmal hardwaremäßig, gell? Wenn wir also ein Programmiergerät nehmen, den BIC dort installieren auf dem Socket, gell? Und dann die Übertragung des Hex-Files machen, gell? Das ist eine Möglichkeit, dann brauchen wir keinen Bootloader auf dem BIC, gell? Und die zweite ist die feine Garde für uns, wenn wir ein bisschen spielen. Wenn wir einen Bootloader auf dem BIC haben, dann können wir die Kompilate, die Hex-Files, die wir dann haben, über den Bootloader in den Programmspeicher des BICs laden, gell? Und ja, das ist eigentlich eine feine Sache, gell? Okay, ja, und jetzt wollen wir uns das mal anschauen, gell? Also, wie können wir jetzt diese ISO benutzen? Wir können sie entweder als Live-System benutzen, das heißt, wir booten einfach davon, da können wir sie auf ein CD geben oder DVD. Eine DVD muss sein, für die CD ist zu groß. Und dann können wir davon booten und starten, gell? Wir können aber auch eine Installation machen, gell? Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe also so eine Virtualisierung gemacht, gell? Und habe die Virtualisierung dieser ISO hier gemacht, gell? Also einfach einlegen in unsere virtuelle Maschine, damit booten, installieren, und dann haben wir es, gell? Okay? Ja, was habe ich hier? Hier haben wir einmal diese ja, diese Entwicklerumgebung BigLab, gell? Also, wenn wir da schauen, gell, die ist also hier installiert, das ist das BigLab, und so schaut das aus, gell? Mhm. Ja, jetzt habe ich da ein Verzeichnis gemacht, das Verzeichnis heißt Bla, und dort drinnen wollen wir unser Projekt anlegen, gell? Und ja, wir wollen jetzt nichts Großes machen, wir sagen jetzt einfach mal da Projekt
neues Projekt, gell? Das sind die Schritte. Da muss ich ihm einen Namen geben. Ich sage mal Plan. Das Verzeichnis, ja, das Sie auswählen da, gell? Okay. Also da in meinem Home-Verzeichnis unter Plan, das gehen wir bestätigen, gell? Hier wird ein falscher Controller angeboten. Es wird der 16F871 angeboten und das funktioniert nicht, wenn wir den nicht richtig auswählen. Und dann beschreiben wir unseren Pick, das würde auch noch funktionieren, gell? Dann starten wir ihn und dann ist er kaputt. Gell? Also wenn wir einen dieser Mikrocontroller falsch initialisieren, kann er beim ersten Mal einschalten kaputt sein. Gell? Okay, also hier darf man nichts falsch machen, sonst kann man den dann nehmen und wegwerfen. Gell? Mhm. Also machen wir Folgendes. Wir gehen da hinein und sagen, dass wir einen 16F877 haben oder das A-Modell, je nachdem, was wir dann eben zur Verfügung haben. Und unten Toolchain, das ist dann unser Compiler, gell? Also da nicht Basic da oder C++ da, sondern ganz unten. Also ja, wo ist denn das? Small Device C-Compiler, das ist unser Compiler, unser Linker, alles was dabei ist, was wir brauchen. So, jetzt gehen wir weiter. Create Template Source File. Und das ist eine feine Sache, weil dort ist die Initialisierung schon drinnen, gell? Und das da vermeidet dann auch Fehler, gell? Mhm. So. Und jetzt, ja, das war's. Jetzt können wir arbeiten. Gell? Also da steht jetzt include, das ist die Header-Datei, gell? Include PIC 16F877A, das ist die Header-Datei von SDCC für unseren Baustein, für unseren Mikrocontroller. Gell? Hier haben wir alles, was wir für unsere Initialisierung daneben brauchen. Es gibt ein Template für eine Interrupt-Service-Routine, gell? Wenn wir also irgendwas Interrupt-bezogenes dann benutzen und das kann schnell passieren, gell? Dann haben wir hier schon ein Template, gell? Jetzt lassen wir es einfach mal frei, gell? Und dann haben wir eine Main und da ist nichts drinnen, gell? Ja, und da wollen wir jetzt etwas hineingeben. Und das, was wir machen, ist das Folgendes. Wir wollten einfach mal etwas auf einen Port ausgeben, gell? Und wenn man etwas auf einen Port ausgibt, dann muss man aufpassen. Und zwar, wir müssen den Port konfigurieren. Gell? Also wenn wir Portzugriffe haben, gell? Dann ist zuerst die Konfiguration zu machen. Gell? Also Konfiguration des Ports. Und zwar Bit für Bit. Also wir müssen also für jedes Bit sagen, ist das ein Ausgang, ist das ein Eingang, gell? Und zwar 0, gell? Das steht für Output auf dem Bit, gell? Und 1, gell? Das steht für Input auf dem Bit. Ja. Und jetzt wissen wir, was wir machen müssen, Bit für Bit, 0 oder 1, gell? Also wir können uns, das auch, da gibt es diese Eselsbrücke, gell? Also 0, das schaut aus wie O, gell? Und der 1er, der schaut so ein bisschen aus wie das I, gell? Und ja, auf jeden Fall 0 bedeutet, wir haben einen Port als Ausgang konfiguriert, 1 bedeutet, wir haben ihn als Eingang konfiguriert, gell? Und ja, das ist aufzupassen, wenn man das falsch macht, gell? Wenn man also zum Beispiel einen Eingang konfiguriert und da haben wir dann nicht den Eingang drauf, sondern dann haben wir einen anderen Eingang, also nicht Ausgang und Eingang zusammen, gell? Sondern zum Beispiel zwei Eingänge, gell? Dann können nicht definierte Zustände kommen, gell? Okay, beide wollen lesen, was ist denn drauf, keine Ahnung, gell? Aber noch schlimmer, wir haben zwei Ausgänge, gell? Also wenn wir hardwaremäßig zwei Ausgänge haben, ich habe ja ein bisschen Digitaltechnik da gemacht, gell? Was passiert, wenn man zwei Ausgänge hat, gell? Wenn die zwei Ausgänge gleich sind, gell? Also beide 1 oder beide 0, also High oder Low, gell? Wenn wir einen solchen Zustand haben, beide gleich, gell? Passiert vielleicht nicht allzu viel, gell? Wenn wir aber sagen, der eine will Low ausgeben und der andere will High ausgeben, da sind sie sich nicht einig, gell? Wenn der eine hier eine 1 erzeugen will und der andere will eine 0 erzeugen, gell?
Ja, dann haben wir ein Problem, gell? Also das, und dann haben wir auch die Situation, dass dann solcher Baustein dann mit kaputtem Bord, gell? Also, oder auch komplett, also kaputter Baustein dann, gell? Also es kann das auch kaputt gehen. Wie machen wir diese Konfiguration? Da gibt es diese Tris. Und zwar für jeden Bord, gell? Also Tris, wenn wir zum Beispiel Bord C nehmen, gell, machen wir Bord C. Ist klar. Und schreiben wir 0. Also wir haben gesagt, wir wollen es ausgeben. Gell? Also Ausgabe, Output, also 0. Also schreiben wir 0x, 0, 0. Das haben wir definiert. Alle 8 Bit, gell, sind Ausgänge. Ja, und dann können wir zugreifen. Gell? Das sind Ausgänge. Gell? Also können wir dann sagen, also Port C ist gleich und jetzt schreiben wir von mir aus 0. X 5, 5, gell? Also 5, 5, gell? Weil das schon schön 0, 1, 0, 1 ist, gell? Und dann wieder 0, 1, 0, 1, gell? Okay. Ja, das können wir jetzt da machen, gell? Also das nehmen wir dann mal mit. Gehen in unsere Entwicklungsumgebung, gell? Was müssen wir hier machen? Hier müssen wir, also insert your code, genau das wollen wir machen, gell? Und da gehen wir zuerst mal machen. Tris C ist gleich 0 x 0 0, also Output. Und dann machen wir Folgendes, gell? Also dann gehen wir her und erzeugen einen Ausgang da auf Port C, gell? Und zwar für immer und ewig, gell? Und ja, für das immer und ewig schreiben wir auf Port C ein 0x55 hinaus. Geil? Okay. Ja, das ist jetzt ein wirklich minimales Programm, aber es macht jetzt schon einen Portzugriff. Geil? Okay. Und ja, dieses Port C und Tris C, geil, wenn man das zu suchen geht in der Header-Datei, dann findet man das, geil, und findet man die Deklaration und was da drinnen ist. Geil? Also das sind dann eben ja, Makros, die wir benutzen können. So, jetzt probiere ich da mal und sage also halt. Bauen und sag, baue Projekt einfach, geil. Und jetzt wird es spannend, geil. So, er arbeitet und, ja, das ist gut, wenn da mal alles grün wird, geil. Alles grün, das ist gut, geil. Und wenn wir jetzt da schauen gehen, also CD bla, dann haben wir hier die Dateien. Gell? Wir haben also bla.c, das ist unser Quellcode, gell? Und ja, das Bug dazu. Und dann haben wir hier eine ganze Reihe von anderen Dateien. Gell? Und wenn wir jetzt hardwaremäßig das machen möchten, dann müssten wir das bla.hex an den PIC übertragen. Gell? Also das ist jetzt das Kompilat, schon in der, im richtigen Format für unseren PIC, dass wir dann also über den Bootloader auf unseren PIC übertragen können. Gell? Und ja, was hier noch interessant ist, gell, also neben, ja, da gibt es das Projektfile, gell, oder das Objectfile, also aus dem Kompilat. Und da gibt es noch diese Code-Datei. Und mit dieser Code-Datei können wir jetzt probieren, ob es funktioniert, ob wir den Simulator da starten. Gell? Und da schreibe ich jetzt mal gpsim minus s was, ja, bla.code. So, also gpsim-s bla.code und das wollen wir jetzt mal starten und jo, was passiert denn? Gar nichts passiert. Aha, der hat nicht funktioniert. Also so funktioniert er. Also ist der Aufruf falsch. Was haben wir da falsch gemacht? Tun wir das mit dem Hintergrund mal weg. Da, funktioniert schon. Okay. So, also. Und ja, das wäre jetzt der Simulator. Geil. Und wenn ich da jetzt mal schaue,
was kann ich da alles anzeigen? Ich kann da zum Beispiel den Arbeitsspeicher anzeigen, gell? Hier sehe ich das Speicherformat, gell? Und hier haben wir zum Beispiel, dass wir an der Adresse 007, hier steht noch eine 0 drinnen, gell? Okay. Ja, und wenn ich das jetzt mal starte, jetzt probieren wir das mal zu starten da, gell? Und dann beachten wir, was hier passiert, gell? Dann sage ich jetzt einfach mal ran und hier kommt 55, gell? Ganz genau das wollten wir haben, gell? Also unser Programm wird hier vom Simulator ausgeführt, gell? Und ja, wie ihr seht, der läuft weiter, wir haben eine Endlosschleife und wir geben immer dieses 55 aus, gell? Ja, das möchte ich, dass wir dann auch probieren, gell? Also mit diesem Tris C, gell, auf 0, gell, können wir die einzelnen Bits als Ausgänge definieren, auf 1 können wir sie als Eingänge definieren und dann können wir mit Port und dann C oder Port und eine andere Nummer können wir dann auf die Ports zugreifen, gell, okay, sind da Port A, B, C, das sind eben einige dieser Ports, die wir zur Verfügung haben. Ja, also, dann könnt ihr das mal hinausschreiben, gell? Ihr könnt dann auch mal einen Zähler machen, lasst den Port mal zählen, gell? Dann macht es eine kleine Schleife dazwischen, dass ein bisschen gewartet wird, gell? Und dann geht es ja dann, ihr seht ja, wie das eben hochzählt dann, gell? Und je nachdem, wie lange ihr die Wartezeit habt, geht es eben dann langsamer oder schneller, gell? Mhm. Okay, ja, viel Spaß.